das Schlimmste, was passiert ist für mich, war im Endeffekt, dass es wirklich so war, wie ich es mir gedacht habe. Das heißt, die haben Ultraschall gemacht, sie haben sich das Ganze angeguckt, haben das durchleuchtet und haben dann halt gesehen, okay, da ist ein Tumor. Dann habe ich erst gedacht, nee, kann nicht sein. Ne? Da habe ich so gedacht, nee, kann nicht sein. Und dann ist der Nächste gekommen, der Oberarzt, und hat geguckt und hat gesagt, das ist Krebs. Wir müssen sofort eine Magensonde legen. Und dann ist es durch Mark und Bein gefahren. Und das Einzige, also die größte Angst war bei mir, es meiner Frau zu sagen. Einen wunderbaren, schönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend oder sogar gute Nacht, ganz je nachdem, wenn du hier gerade hier reinschaltest und hier reinhörst. Ich grüße dich und willkommen zu diesem wunderbaren Podcast, Das Leben lehrt. Hier spricht dein Marc Chapoutier alias Knochenmark, und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Und heute habe ich wieder einen wunderbaren Gast an meiner Seite, eine Person, die so beeindruckend ist, dass ich mich freue, mit ihm zu sprechen. Und das ist der liebe Peter Jan Liedle. Peter, schön, dass du mit dabei bist. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig, dabei zu sein, lieber Marc. Und wenn du dir da draußen die Frage stellst, und du kennst schon ein bisschen mein Prozedere, was bringt denn der liebe Peter mit? Der Peter bringt wieder etwas mit, und wir werden heute in diesem Podcast-Interview einiges von ihm lernen dürfen. Peter hat Darmkrebs gehabt. Yes. Und zu diesem Thema habe ich noch nie jemanden interviewt. Und deswegen freue ich mich extrem, über Peter heute etwas lernen zu dürfen. Also ich bin mir sicher, dass du dich auch freuen darfst, weil wir werden erfahren, warum Peter Darmkrebs hatte. Er hat es für sich herausgefunden, er weiß es, oder? Ja, ich Genau. weiß es ganz sicher. Wow. Von daher für dich, falls du jemanden kennst, der das hast oder hat, oder du irgendwie die Diagnose bekommen hast oder irgendwie Angst davor hast, bleib auf jeden Fall dran und lerne von Peter. Zu diesem Thema Darmkrebs werden wir natürlich erst, ja, in der Mitte des Podcast-Interviews zu sprechen kommen. Zunächst mal, wenn wir ein bisschen mal Peter kennenlernen und mal ein bisschen in die Vergangenheit reisen, mal Peter als Mensch kennenlernen. Was hat ihn so geprägt, bis es dann zu, ja, Darmkrebsdiagnose kam? Und was hat er dann gemacht? Was hat er daraus gemacht? Wo steht er heute und wo will er in Zukunft hin? Und was hat er für dich vorbereitet? Denn ich kann so viel schon mal vorwegnehmen. Er hilft ganz viele Menschen dabei, wieder in ihre Kraft zu kommen. Mehr dazu zum Schluss. Also bleibt dabei. Yes. Yes. Peter, ja, ich freue Ja. mich. Hast du Lust, mal in die Vergangenheit zu reisen? Ich will dich kennenlernen, das kleine Kind. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Ja, dann nimm es doch mal mit. Setze da an, wo du gerade ansetzen möchtest. Wo bist du groß geworden? Wie warst du als Junge früher als Kind? Nimm uns einfach mal mit. Ja. Okay. Also, ich bin 1973 an einem ganz besonderen Jahrgang geboren. Im Februar bin also ein Wassermann. Und bin im schönen Reutlingen sozusagen auf die Welt gekommen und habe mich da riesig gefreut, ja, einfach da zu sein. Und ich glaube, das, was man schon mal sagen kann, ich habe schon als Baby gegrinst und das mache ich jetzt immer noch sehr gerne. Und genau. Und wie bin ich aufgewachsen? In einer sehr traditionellen Familie eigentlich, ja. Da hat alles Hand und Fuß gehabt. Man hat regelmäßig quasi seine Omas und Opas getroffen, ist da zum Mittagessen hingefahren. Im Endeffekt alles beschützt, sage ich mal, und normal. Ja, ich habe meine Freunde gehabt. Ich war gern draußen in der Natur. Das bin ich immer noch. Und habe es geliebt, einfach mit anderen zu spielen und Spaß zu haben, also andere auch zum Lachen zu bringen. Das war schon als Kind so mein Ding. Ja, und es ist eigentlich alles soweit gut gewesen, so bis ich 4, 5 Jahre alt war, ja, bis ich dann die Welt einfach so ein bisschen näher begriffen habe. Und das, was mich halt auch geprägt hat, war ein Vater, der sehr leistungsorientiert ist. Also da hat immer schön auf die Noten geachtet und ob ich auch gut bin in dem, was ich tue, und wurde auch immer schön verglichen mit meiner Schwester. Dann später,
in der Schule, wo sie dann eben die Einserfrau war und ich eben der Mittelstand sozusagen, der Durchschnitt. Ja. Und ja, also geschützt und so weiter, alles gut. Vierte Klasse, alles prächtig. Habe dann quasi zum Ausgleich habe ich Tischtennis gespielt, weil ich einfach auch schon damals in der Kindheit festgestellt habe, okay, irgendwas ist falsch an mir. Ja, also ich bin einfach auch begrenzt worden, so viel wie viele andere. Du darfst es nicht so machen, du darfst nicht so viel lachen in dem Moment, du musst dich so hinsetzen beim Essen. Mhm. Und ich bin als Wassermann sowieso ein freiheitsliebender Mensch und habe irgendwie gemerkt, es sind zu viele Begrenzungen da drin. Mhm. Und wurde halt auch oft ermahnt, weil ich dann unruhig war im Klassenraum, war auch so der Klassenclown sozusagen. Was auch so eine Möglichkeit für mich war, mich quasi in der Situation in den Vordergrund zu bringen und dass ich gesehen werde, weil ich irgendwie schon als Kind einfach das Gefühl hatte, ich werde nicht so richtig gesehen oder nur gesehen, wenn ich Leistung bringe. Also wenn ich irgendwie was Tolles mache, dann bin ich gelobt worden und sonst halt weniger. Das heißt, ich habe mir einfach so den Leistungssport geholt und habe da quasi meinen Kampfraum gefunden, wo ich dann mit vollem Ehrgeiz quasi durchgestartet bin und habe da auch Erfolge gehabt. Ja. Was hast du da gemacht für Sportart? Es war Tischtennis. Ach, Tischtennis, also dann Tischtennis leistungsmäßig, okay. Ich habe, für mich war das leistungsmäßig, weil ich recht schnell quasi 4 bis 5 Mal in der Woche trainiert habe. Wow. Und war einfach ehrgeizig, immer so mit dem Ding Anerkennung von meinem Vater auch zu bekommen. Und der hat mich dann auch immer auf die Turniere gefahren und sowas und war da schon auch stolz. Aber wenn es um Schule ging und ich quasi nur eine 2 oder eine 3 heimgebracht habe, dann hat er quasi versucht, mit mir die Mathematik zum Beispiel in mich hinein zu trichtern sozusagen. Mhm. Und bin von der Schule gekommen und dann habe ich mich erstmal mit dem Papa zusammengesetzt und habe da sozusagen gelernt. Und wollte ja auch immer besser sein. Ich wollte ja genauso gut sein wie meine Schwester. Die ist 5 Jahre älter übrigens. Und die habe ich, das war im Endeffekt so mein Mensch, in dem ich dich schön geärgert habe. So eigentlich so, bis ich 14 war, habe ich sie auf die Spitze gebracht. Das heißt, wir haben uns nicht ganz so gut verstanden. Weil ich einfach auch neidisch war, ja. Ich war einfach neidisch. Das habe ich aber erst später begriffen, dass ich neidisch bin, natürlich. Weil ihr alles so leicht fiel, ja. Ihr ist alles so zugefallen. Egal, ob sie irgendwas Künstlerisches gemacht hat, hat schöne Bilder gemalt, auch mit allen möglichen Farben und was weiß ich, sah toll aus, hat fotografiert, sah super aus, hat gekocht und irgendwie hat alles funktioniert. Und bei mir, ich habe halt immer eine Zeit lang gebraucht. Ich war einfach so langsamer. Ich war nicht so schnell, sondern ich habe Zeit gebraucht, habe mir die Sachen angeguckt und habe es dann eben irgendwann mal gelernt. Aber es war immer so ein gewisser Druck einfach in mir gewesen, wirklich besser zu sein als andere und gesehen zu werden wirklich vom Vater. Bei meiner Mutter war es so, das war eher so die mich immer beschützt hat. Ja, also die hat mich beschützt und hat dann auch mich zu sehr beschützt sozusagen und hat immer dann mit meinem Vater gesprochen, sei doch nicht so hart und was weiß ich was und lass ihn doch und so weiter und so fort. Und hat mich dann auch angefangen zu loben für Dinge, wo ich gesagt habe, Mama, ist so normal. Ja, also ich habe das so empfunden, das war so überschwänglich. Sie hat überschwänglich mich gelobt und mein Vater, da habe ich halt relativ wenig gesehen sozusagen von dem Lob. Ja, das kam selten vor, weil die Noten halt selten so gut waren, obwohl ich mir den Hintern aufgerissen habe, also wirklich den Hintern aufgerissen habe, um da sehr gut dazustehen und mal so auf eine Ebene mit meiner Schwester dann zu kommen. Und meine Mutter war eher so die, naja, emotionale einfach, so wie es vielleicht auch relativ normal ist. Und mein Vater war so der Abgehärtete und der typische Mann gewesen, der immer stark sein muss, der im Endeffekt nur Emotionen zeigt, wenn er zu viel eingestaut hat. Und das hat sich dann in Form von Cholerik einfach dann breit gemacht. Und das Cholerische hat mich als recht sensiblen, also ich würde mich auch als, ja, schon sensibel,
feinfühlig bezeichnen, hat mich das eben auch so runtergeprettert. Gerade so der Tonfall, den er dann drauf hatte, das hat mich stark getroffen und das hat er eben auch manchmal meiner Mutter gegenüber gehabt. Nicht immer, sondern immer, wenn er zu viel aufgestaut hat. Er hat seine Bedürfnisse nicht geäußert, er hat im Endeffekt seine Gefühle nicht äußern können, sagen wir mal so, das weiß ich jetzt. Ja, ja. Ich verurteile auch, das will ich gleich dazu sagen, bei dem, was ich erzähle, ich verurteile meinen Vater und meine Mutter niemals für alles, was sie gemacht haben, sondern ich bin dankbar für das, was sie gemacht haben und sie haben immer, immer ihr Bestes gegeben. Und das kann ich aber erst, sage ich mal, seit ich 35 bin, sagen, weil ich in die Vergebung gegangen bin, weil ich nicht mehr die Schuld weitergegeben habe, dass ich eben so ein großes Minderwertigkeitsgefühl hatte, sondern dass es im Endeffekt mein Weg war, das Minderwertigkeitsgefühl, was meine Eltern eigentlich auch hatten, durch die Zeit sozusagen, die Möglichkeiten, die wir haben, da rauszukommen, also das, die Sachen zu lösen, was sie nicht lösen konnten. Also ich sehe das einfach als Weiterentwicklungsprozess. Und ich liebe meine Eltern und bin auch im Reinen mit ihnen. Aber es hat mich halt geprägt. Also es hat mich lange, lange geprägt. Und immer die Anerkennung zu erlangen und immer zu schauen, auch das Ding, ich möchte es jedem recht machen. Also schauen, dass ich immer so ein bisschen diplomatisch vermittle zwischen Mama und Papa, dass die sich auch gut verstehen, dass das so eine gesunde Harmonie ist. Meine Schwester auch so am Machen, ja, die war immer so, weil sie älter war, so das Glied zu vermitteln, wenn es irgendwie Stress gab zwischen Mama und Papa. Also wurde da im Endeffekt auch indirekt missbraucht. Ja. Und ich war so der... Wie soll ich sagen, immer der liebe Sohn und bei Omas und Opas immer ganz beliebt und sowas, weil ich halt immer geholfen habe. Ich habe immer geguckt, dass wirklich alles stimmig ist. Habe geguckt, wo irgendwas fehlt, ob es irgendwas für irgendjemand machen kann. Und das hat sich auch jetzt quasi in meinem Leben weitergezogen. Ich habe immer geguckt, wie kann ich andere unterstützen, wenn es denen nicht gut ging oder sowas. Und ja, und dann kam im Endeffekt, also ich habe einfach so schulisch, kann ich sagen, habe ich so einen normalen Lauf gemacht, Grundschule, so eine Klasse, dann ins Gymnasium gegangen, das war alles in Reutlingen gewesen auch. Und fünfte, sechste Klasse lief für mich notenmäßig gut, das heißt, da ging es mir auch besser. Und dann ab der siebten hat es angefangen, wo das einfach zu komplex für mich geworden ist. Ich hätte dann mehr Zeit gebraucht, um das zu lernen und habe aber auch gleichzeitig hinterfragt, für was muss ich denn Scheiß lernen? Was bringt er mir fürs Leben? Und bin dann quasi eher ruhiger geworden und habe dann aber auch so angefangen, so Blackouts zu haben, weil der Druck, der Leistungsdruck einfach so hoch war, dass ich wirklich gebüffelt habe. Ich konnte es zu Hause und dann bin ich in die Klassenarbeitssituation und dann bin ich im Durchschnitt gelandet, weil mir fielen die Sachen nicht ein. Also und es war immer so im Hintergrund, ey, scheiße, du musst schon jetzt eine gute Note schreiben und so weiter und so fort. Du kannst es doch und sowas. Und habe mich dann durcheinander gebracht und bin dann quasi immer kleiner geworden dadurch. Ja? Also ich habe mich immer minderwertiger gefühlt. Und habe mir dann quasi in der Schule auch so Menschen immer gesucht oder als Kind auch Menschen gesucht, die stärker sind als ich und habe die zum Freund gemacht. Und habe die quasi als Sprachrohr genommen. Das heißt, als mein persönlicher Verteidiger, weil ich dann eben nicht so stark war, dann ist es gut, dass die anderen wussten, okay, ich bin mit dem Schlägertyp quasi ganz gut gestellt sozusagen und da können wir nichts Böses tun, weil ansonsten kommt dann der große Mann sozusagen. Ich habe mir immer dann so die Bulligen auch ausgesucht und habe mir halt auch die Leute ausgesucht, die für mich das, was ich innen gefühlt habe, gesagt haben, also auch im Unterricht. Ja, ich habe den dann immer bekagelt und so und meine Meinung dem gesagt und so lange gesagt, bis der es dann halt rausgehauen hat. Ne?
Also ich finde es total spannend, wie du das gerade so beschreibst. Auf jeden Fall merkt man, dass dein heutiges Ich beschreibt deine Kindheit. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass du während der Kindheit oder Jugend das so gar nicht so ganz reflektiert wahrgenommen Nee, hast. null. Aber trotzdem finde Ja. ich immer wieder spannend, ich habe da so viele Interviews aufgenommen, dass trotzdem wir als Menschen ganz natürliche, gesunde Kompensierungsmechanismen haben, wo wir uns immer wieder ins Gleichgewicht bringen. Das heißt, dadurch, dass du Menschen gesucht hast, die für dich Ja. gesprochen haben, die stärker waren, konntest du dann im Grunde dich wieder ins Gleichgewicht bringen. Dadurch, dass du Leistungssport getrieben hast du dich auch wieder ins Gleichgewicht bringen können. Und dadurch, dass du feinfühlig Ja. geworden bist, konntest du dann besser die Familie managen. Also im Prinzip eine strenge Ja. Erziehung hat dich dazu geführt, dass du feinfühlig bist. Und ich finde das so Ja. spannend, weil bei mir beispielsweise war es also genauso, Wahnsinn. ne? Also sehr viele Parallelen. Und ich finde das Ja. großartig. Und das spricht ja dafür, dass im Grunde egal, wie man eine Erziehung bewertet, ob negativ oder positiv, sie hat immer was Gutes. Und siehe da, wir haben hier was Großartiges. Ich freue mich, ein bisschen mehr von dir zu erfahren. Hau mal rein, erzähl mal weiter. Wie ging es weiter Absolut. in deiner Jugend? Hast du dann ja, in Ja. der Schule, Ausbildung, Beruf, Studium, wie ging es weiter? Ja, dann wurde es spannend. Dann kam so der erste Schicksalsschlag einfach auch. Da kam, ist mein Opa, mein Lieblingsopa. Da ist auch Wassermann auch so ein bisschen freakig und viele Ideen im Kopf und Ja. locker lässig, freiheitsliebend. Der ist gestorben und ich war mit dabei mit 14. Also ich bin mit meiner Oma quasi ins Krankenhaus gefahren und habe auch die Bilder ganz genau vor Augen. Ich bin da gestanden und dann habe ich halt ihn gesehen und dann hat er sich plötzlich so aufgebäumt. Ja, also es war dann quasi bevor er gestorben ist. Er hat sich aufgebäumt. Der Körper hat sich nochmal aufgebäumt. Passiert eben manchmal, bevor man stirbt, damit dann der Körper total loslassen kann. Und das war natürlich erstmal so eine wirkliche Schocksituation gewesen. Und ja, lass mal einfach mal so stehen. Also mich hat das geschockt, hat es halt so innerlich so irgendwie ein bisschen beeinflusst. Und ich war auch traurig natürlich, dass er gestorben ist, weil ich mit ihm sehr viel erlebt hatte. Genau. Und damals ging ich eben auch weiterhin im Gymnasium. Ich glaube, da war ich dann in der achte Klasse oder so. Und dann mit 16 hat dann meine Mutter an Silvester so Darmbeschwerden bekommen und hat so Schmerzen bekommen. Und dann hat man erst mal gesagt, okay, ruh dich aus und so weiter. Sind dann zu den Ärzten dann irgendwie ein paar Tage später. Und der Arzt hat dann erstmal nichts festgestellt und dann ist er noch mal und dann war aber die Schmerzen so groß, dann sind wir zusammen ins Krankenhaus und es hat sich dann eben rausgestellt, dass sie einen Darmverschluss hat und Darmkrebs. Das heißt, für mich, ich bin schon relativ früh konfrontiert worden mit Dingen, die eigentlich von unserer Gesellschaft eben als ganz schlimm und auch für mich sich ganz schlimm angefühlt hat und du willst ja als Kind dann auch deiner Mutter helfen, ja, und gucken, was du tun kannst. Aber du kannst nicht viel machen, außer eben da sein. Und man muss dazu sagen, ich habe eine sehr, sehr positive Beziehung zu meiner Mutter gehabt. Und wir haben auch so Kaffeekränzchen gemacht. Und sie hat mir dann irgendwie von Büchern erzählt. Ich glaube, sie hat mich auf die Kraft des positiven Denkens von Norman Vincent Peale auch aufmerksam gemacht, hat das so ein bisschen erzählt. Dann hat sie sich eben für Kräuterheilkunde interessiert, Hildegard von Bingen. Und so bin ich dann quasi so in den Gesundheitsbereich auch reingekommen, wo ich jetzt auch immer noch ein bisschen bin. Und ja, und dann hat mich das halt schon, da hat es mich angefangen wirklich zu belasten, weil du einfach als Kind hilflos bist. Du weißt wirklich nicht, was du tun sollst. Und hab das dann halt kompensiert mit Sport und sowas und dann halt viel mit Freunden auch unterwegs gewesen. Ortsjugendring gab es damals. Bin auf Reisen gegangen, was ja auch meinem Element entspricht. Aber es war halt immer so das ungute Gefühl dabei, wie läuft das jetzt weiter? Und es hat sich auch dann auf meine Schulleistungen massiv niedergeschlagen. Also ich war dann quasi in der 10. Klasse, die habe ich dann gerade so mit Ach und Krach
Ja. geschafft, weil ich halt nur noch mit Blackouts zu tun hatte. Also ich habe gelernt, aber ging halt wirklich ein Bach runter. Und 11. ging dann auch noch irgendwie, das war irgendwie ähnlich gewesen. Der Schnitt ging dann auf 3,6 oder sowas runter, keine Ahnung was. Aber ich hatte so den Drang, ich muss es beweisen, dass ich das kann. Ja, es kam so der Kämpfer. Okay, dann kam die 12. Klasse. Und dann hatte irgendwann meine Mutter gesagt, die dann das wieder um einiges besser ging. Ja, also hat dann ihre Therapien gemacht, auch alternativ, aber auch Chemotherapie gemacht, was er natürlich auch runtergehauen hat. Und wo es ja dann wohl auch Haarausfall war und alles Mögliche noch mit dabei. Und meine Mutter hat dann aber gesagt, 12. Klasse, ey, du musst das nicht durchziehen, ja. Vielleicht gibt es da dann noch eine andere Möglichkeit. Ja. Und dann ist Ballast erstmal von mir abgefallen. Okay, ich muss ja gar nicht. Ja. Und habe mich dann erkundigt, was gibt es denn noch für Möglichkeiten, dass ich studieren kann. Und weil ich einfach gern studieren wollte, weil mich einfach, ich saug Wissen auf, mir ist es wichtig. Ich habe mich auch das ganze Gesundheitswissen von meiner Mutter und die Bücher, von denen sie erzählt hat, fanden die super, super spannend. Habe das aufgesogen. Und habe dann halt eine Möglichkeit gefunden. Es gab damals eine besondere Fachhochschulreife und an der Berufsschule, wo dann nur in Baden-Württemberg gegolten hat sozusagen. Und du musstest dann noch eine Ausbildung dazu machen. Da habe ich gedacht, okay, gut, mach ich. Und ich war dann auch viel entspannter, habe dann die Prüfungen gemacht und habe so gute Noten geschrieben wie seit Jahren nicht, weil einfach so der Druck weg war. Ich musste nicht mehr. Ich musste nicht mehr. Und dann war es halt bei manchen Arbeiten auf 2 bis 3 gestanden. Und dann habe ich mich entschieden, keine mündliche Prüfung zu machen, sondern habe einfach die 3 stehen lassen. Okay, also es gab eine Möglichkeit, habe mich dann kundig gemacht, in welche Richtung ich gehen kann und war dann zwischen Meteorologie und Sozialpädagogik. Okay. Durfte ich mich entscheiden. Also davor hatte ich noch, muss man dazu sagen, ich hatte noch eine Ausbildung gemacht als Fotokaufmann, weil ich einfach auch sehr gern fotografiert habe, seit ich 14 bin. Habe da mit Spiegelreflex fotografiert und habe da quasi so mein Herzensding, mein Ruf des Herzens bin ich da gefolgt. War dann auch in Kiel in der Fotoschule, erstmal so Freiheit, Abstand von dem ganzen Druck und Stress, was mir sehr gut getan hat. Viele nette Menschen kennengelernt. Und habe dann quasi da auch noch vor dem Studium sozusagen ein Jahr im Fotogeschäft gearbeitet und habe dann mit der Ausbildung sozusagen die Fachhochschulreife abgelegt. Und dann hatte ich mich, um es kurz zu machen, entschieden, Sozialpädagogik studieren, weil der Verkauf, der sah früher sehr schön aus, weil du konntest ganz viel beraten, ja, und ich konnte mein ganzes Know-how rauslassen und wie man fotografiert und welche Technik und was weiß ich was. Und dann kam irgendwann so der Zeitpunkt, wir müssen jetzt Sachen verkaufen, die mehr Umsatz bringen, also wo mehr Rendite drauf ist und so weiter. Und so russische Objektive, die für ein A waren und so weiter. Und dann habe ich für mich einfach gesagt, okay, das ist nicht mein Wert. Ich will Wert verkaufen und ich will, dass der lernt, quasi von meinen Erfahrungen lernt, und da hatte ich aber keine Zeit mehr dazu. Und deswegen die Entscheidung raus aus diesem Job. Was gibt's, wo ich mit Menschen arbeiten kann? Und bei Sozialpädagogik war halt der Numerus Clausus dann quasi ja einfach unerreichbar in Baden-Württemberg gewesen. Und das heißt, ich hätte ja erst in 4 Jahren studieren können. Wollte ich nicht. Also geguckt, irgendwie gehört Hessen, die sind recht entspannt. Dann habe ich da mit Kontakt aufgenommen mit dem Ministerium und habe dann da quasi eine Bestätigung bekommen, dass ich mich in Hessen bewerben kann, und habe dann da quasi einen Zuschlag für Fulda bekommen, quasi nach dem Fotogeschäft nochmal ein Jahr später. Und habe zwischendrin einfach noch dann überbrückt mit einem sozialen Jahr, wo ich mit geistig Behinderten gearbeitet habe in Würzburg. Hatte also da auch wieder Abstand zum Elternhaus, was einfach für mich extrem wichtig war, weil mich das fast erdrückt hat, einfach weil irgendwie so das Ding mitgeschwungen ist, Angst um die Mutter, was passiert? Ja, wie geht es aus?
und bin dann quasi geflüchtet, ja, und auch zu Freunden geflüchtet und so weiter. Hab dann auch, hab's Klettern angefangen, Freeclimbing gemacht eine ganze Zeit lang. Also eine Extremsportart im Prinzip ist Freeclimbing. Im Prinzip eine Extremsportart, aber für mich war es eher so, ja, in der Natur sein und die Kraft der Natur zu spüren und die hoch, also das ist ja wie Meditation. Du musst immer schauen, wo ist der nächste Griff, du musst fühlen, du musst gucken mit deinen Beinen, wo trittst du als nächstes auf. Also für mich war das entspannend, ich konnte abschalten. Das war einfach, für mich war das Abschalten, in der Natur sein und die Freiheit, die ich innerlich eigentlich nicht so hatte, zu spüren. Und das war eine geile Zeit. Und ja, und dann bin ich aber ins Studium gekommen, bevor ich da hätte weiter extrem klettern können. Okay. Wie ging es dann weiter im Studium? Also hast du dann fertig gemacht, Sozialpädagogik, bist nach Fulda gezogen und... Genau. Ich bin dann quasi nach dem sozialen Jahr, bin ich dann nach Fulda gezogen und habe da ein wunderschönes Studium gehabt, habe mich auch hochschulpolitisch engagiert, war mir immer wichtig, für Gerechtigkeit auch zu stehen. War eine sehr schöne Zeit. Und dann kam im Endeffekt, ich war, glaube ich, ein Jahr lang war ich im Studium, habe mich da auch ausgetobt, habe dann meine erste Freundin gehabt, ja, also als Spätzünder mit 20, ja. Schon meine erste Freundin gehabt, ganz toll. Und dann kam der nächste Schicksalsschlag, dann ist meine Mutter gestorben am 10.06.1996. Okay. Also 95 habe ich angefangen zu studieren und 96 ist sie gestorben und ich war auch mit an Bord, also ich war mit dabei, weil sich es eben bei ihr, also sie im Endeffekt kann man vorstellen, da wo es wieder kam, also es kam ja wieder. Also der Krebs kam wieder, meinst du? Krebs kam wieder, 95, also der erste Krebs war dann 89 und dann eben 95 kam es wieder, hat sich angekündigt, dadurch, dass sie Knochenschmerzen hatte erstmal und dann hat sie einen Bruch gekriegt, ist zum Arzt. Der Herr Arzt hat dann quasi festgestellt, es ist ein Bruch. Ja, sind sie ungeschickt aufgekommen oder gefallen? Und meine Mutter war aber nicht gefallen. Ja. Und hat dann aber trotzdem das so hingenommen, dass das eben ein Bruch ist. Dann hat man den Bruch behandelt, versucht zu behandeln. Und dann ein halbes Jahr später hat sie so mega Schmerzen überall gehabt, dass sie dann ins Krankenhaus kam. Und hat dann, da haben sie im Endeffekt, konnten sie gar nicht mal ausmachen, wo der Krebs war. Das heißt, er hat sich schon überall verteilt. Das heißt, der ganze Körper, die Organe, Leber und so weiter war befallen. Und dann war klar, da geht nichts mehr. Und es gab halt noch nicht so mit Heilung und Alternativheilung und was weiß ich, das gab es damals eben noch nicht so sehr ausgeprägt. Und dann ist sie quasi ja mit Morphium und mit allem zugestoppt worden, sodass sie eben keine Schmerzen hatte. Ist dann irgendwann auch im Rollstuhl gewesen. Und ich weiß noch so die letzten 5 Tage, da hat sie dann nochmal gesagt, hey Peter, total geil, ich werde als nächstes krebskranken Kindern helfen. Und wir wussten ja, dass es nicht funktioniert, aber durch die vielen Opiate, die in ihr drin waren, kam dann zu einem kleinen Wunschtraum. Also ich muss sagen, meine Mutter hat sich sehr zurückgehalten, hat sich fast nie Wünsche erfüllt oder auf ihre Bedürfnisse geachtet. War nicht so stark, um für sich einzutreten. Ja. Also das war im Endeffekt auch natürlich ein Prozess, wo sie ganz viel in sich unterdrückt hatte und wo sich auch nach dem ersten Mal Krebs in der Beziehung zu meinem Vater nichts verändert hat, sondern mein Vater hat dann, wo es wieder funktioniert hat, ist er wieder gleich mit ihr umgegangen, sage ich mal. Ja. Und sie konnte aber selber nicht aus sich raus, hat auch Heilpraktiker, sonst was und so weiter, wie auch immer. Ist dann 96 gestorben, hat noch ihren Geburtstag quasi am 4.6. mitgemacht. Und der Tod von meiner Mutter war für mich
eine Erleichterung. Es war für mich eine Befreiung, weil wenn du jemanden liebst, und das wissen wahrscheinlich auch viele, die ja zuhören und es vielleicht schon erfahren haben, und er leidet unter Schmerzen, du wünschst ihm einfach nur, dass er keine Schmerzen mehr hat. Erlöst. Weil du selber die Schmerzen dann spürst. Genau. Ist natürlich auch egoistisch, ja. Wenn du stirbst, dann habe ich keine Schmerzen mehr. Genau. Aber die ganze Familie war da und ich war super dankbar, dass wir alle da sein konnten in dem Moment. Und sie ist ganz, ganz ruhig eingeschlafen. Hat man so richtig so der Atemzug, ich weiß noch ganz genau, ist immer langsamer geworden und dann hat sich so mein Brustkorb wieder geöffnet. Ich muss auch sagen, ich konnte 5 Jahre lang nicht lachen. Also ich habe zwar Scherze gemacht, aber ich habe selber nicht drüber gelacht. Ja. Weil mich das so belastet hat mit meiner Mutter, sozusagen. Weil ich nicht wusste, wird es nochmal gut oder nicht? Was kann ich tun? Müsste ich mehr für sie da sein? Schuldgefühle, so die ganzen Sachen sind da auch hochgekommen. Ist es gut, wenn ich Studium mache? Ich müsste ja eigentlich bei meiner Mutter sein und so weiter und so fort. Ja. Aber in dem Augenblick Entspannung, Ruhe und die Sonne hat gescheint, ich habe rausgeschaut und es war dann so, als würde so quasi mein Herz sich öffnen und meine Mutter so irgendwie so dahin schweben, unsichtbar dahin schweben und ich wusste, jetzt ist es gut. Ja. Und ja, es gibt so viele Geschichten in meinem Leben, das ist schwierig kann ich, irgendwie. Kann ich mir so, aber ich finde es spannend, weil wir werden gleich zum Thema Darmkrebs zu sprechen kommen, den du ja hattest. Und du erzählst ja gerade, dass deine Mama Darmkrebs hatte und dass sie dann an metastasierten Krebs dann daran gestorben ist. Und auf einmal hast du auch Darmkrebs. Wie viele Jahre später war das denn? Gibt es da eine Verbindung aus deiner Perspektive? Vielleicht lass uns doch mal zum Thema kommen. Darmkrebs. Ich bin sicher, es gibt noch ganz viele andere Geschichten bis zum Thema Darmkrebs. Würde es aber an der Stelle so ein bisschen überspringen. Gerne. Wenn Menschen da draußen gerade zuhören oder zuschauen und sagen, ich will mehr von Peter erfahren, ihr könnt unten in den Shownotes oder in der YouTube-Beschreibung alle Kontaktdaten zu Peter finden, mit ihm Kontakt aufnehmen und mit ihm mal quatschen. Genau. Also könnt ihr ja gerne tun. Yes. Genau. Also Darmkrebs war bei mir 2018. Das heißt, das war dann 22 Jahre später. Mhm. 22 Jahre, ja, genau. 22 Jahre später hatte ich Darmkrebs, ja. Also, und im Endeffekt war es bei mir auch, um das mal so den Weg dorthin noch ein bisschen aufzuzeigen, war es bei mir auch so, dass ich wenig auf mich selber geachtet habe. Ich habe zwar viel gewusst, wie man sich gesund erhalten kann, habe auch für mich was ausprobiert, aber habe es vor allem an andere weitergegeben. Habe die Verantwortung für Hinz und Kunst übernommen, habe auch selber 2 Familien, also bis dato sind 2 Familien entstanden, einmal geschieden, 14 Jahre lang mit einer Frau zusammen, die ich im Studium kennengelernt habe, Susanna, und habe da 2 Kinder, 16 und 14. Und es sind so viele Punkte, die da drin stecken. Also im Endeffekt, ich war der Punkt, der es geschafft hat, mich zu trennen von einer Partnerin, wo es einfach nicht funktioniert hat. Mein Vater und meine Mutter, die hätten sich trennen können. Dann hätte jeder seine Möglichkeit gehabt, sein Ding zu machen. Haben sie aber nicht gemacht. Ist auch okay. Es ging nicht anders. Und bei mir war es so, ich 14 Jahre zusammen mit einer Frau, die ich, wo ich gedacht habe, ich liebe sie. Und die Frau habe ich kennengelernt, kurze Zeit später, nachdem meine Mutter gestorben ist. Das heißt, ich habe auch Halt gebraucht. Ja. Und habe mir gedacht, ich erkaufe mir das so. Ja. Und sie ist aber ganz anders drauf. So von ihrer Persönlichkeit, also Susanna. Und ich habe dann nach ein Dreivierteljahr schon gedacht, du musst jetzt einen Cut machen. Das geht so nicht. Ja. Ich, der Philosophische, der sich über alles mögliche Gedanken macht und sie halt eher so bodenständig und hat das nicht verstanden, was ich sage. Das heißt, von beiden Seiten hat es eigentlich nicht gepasst, sind aber trotzdem zusammengeblieben, dann auch Kinder miteinander bekommen, weil ich dachte, die Beziehung wird dann besser. Ist aber nicht der Fall gewesen. Das kennen sich ja auch einige, die hier zuhören. Sondern es war einfach nur das Ding,
keine Entscheidung zu treffen. Also die Entscheidung zu treffen, für sich selber zu gehen, die habe ich dann erst getroffen, als ich selber körperliche Symptome bekommen habe. Das heißt, bevor ich mich von meiner jetzigen Frau getrennt, von meiner Ex-Frau getrennt habe, hatte ich auch schon eine Darmspiegelung. Das heißt, ich hatte, bei mir hat sich das quasi schon das erste Mal ausgedrückt, als meine Mutter an Darmkrebs erkrankt ist, hatte ich Magenprobleme. Das heißt, es war alles angespannt. Meine Verdauung lief nicht mehr so, es war Verstopfung und so weiter. Mhm. Das hatte ich immer mit mir getragen, sozusagen. Mhm. Das hat mich immer belastet und war ein Fokus drauf. Mhm. Da war es eben so, die erste Darmspiegelung, hat man aber nichts gefunden. Das heißt, es war 2009 gewesen. Mhm. Dann ist noch mein Hals so zugegangen, ja, also quasi wie angeschwollen, innerlich angeschwollen, so dass ich nicht mehr richtig reden konnte. Mhm. Und es waren eben alles Anzeichen dafür, du musst jetzt was verändern. Ich habe dann mit meiner Frau Paartherapie gemacht, hat aber nichts geholfen und habe mich dann geöffnet, habe mich von Alternativheilern behandeln lassen, das heißt, es nennt man Rückführung, Reconnection, das heißt, man geht wieder in die Vergangenheit rein und hat die Möglichkeit, mit Verstorbenen auch zu reden und in die Vergebung reinzugehen. Und als ich das gemacht habe, hat sich so viel gelöst, dass ich dann plötzlich auch beruflich was anderes gemacht habe. Davor war ich eben Berater und Coach gewesen, freiberuflich, und dann habe ich mich in meine Richtung, wo ich machen wollte, entwickelt. Das heißt, ich war so in Richtung Gesundheitszentrum unterwegs, wollte ein Gesundheitszentrum aufbauen, das mit anderen zusammen, und habe mir viele verschiedene Modelle einfach angeschaut, die für mich Sinn machen, was ich mir vorher nicht getraut habe. Mhm. Und dann war es im Endeffekt so, Trennung 2010 im Januar habe ich mich getrennt von meiner Frau, war auch schwer, weil eben Kinder an Bord waren. Mhm. Und das war, nur um es in einem Satz zu sagen, es ist dann eben noch sexuell was passiert, ja, wo sie mich als Schlappschwanz bezeichnet hat. Das war die Krönung von allem. Mhm. Und nicht, um dass ich meiner Frau Vorwürfe mache, gar nicht, sondern es war einfach super, dass das passiert ist, weil das war dann der brennende Punkt, der Big Point, wo ich dann gesagt habe, okay, geht so nicht mehr. Und ich bin dann einen Tag später, habe ich gesagt, Susanna, geht nicht mehr. Mhm. Wir haben davor auch viele Gespräche gehabt und so. Mhm. Und es war viel Streit auch. Und dann hat sie gesagt, ja, wann ziehst du aus? Und sage ich jetzt, ich packe jetzt meine Sachen und gehe. Mhm. Und das war das Schlussgespräch. Das war das Abschlussgespräch. Dann bin ich gegangen. Und dann habe ich quasi meine jetzige Frau kennengelernt. Mit der habe ich noch ein Kind. Das ist ein besonderes Kind einfach. Und das heißt, wer Autismus kennt, so in die Richtung ADHS. Ja. Kind hat 3-4 Jahre geschrien und so weiter. Ich will bloß sagen, es waren viele Sachen, die passiert sind, bevor ich Darmkrebs bekommen habe. Verstehe. Mhm. Und bei mir war es immer so, ich bin ein Kämpfer. Ich muss alles schaffen und alles schützen. Meine Frau habe ich dann auch beschützt, habe mich um allen Kram gekümmert, Integration und was weiß ich, selber Job gemacht, freiberuflich, meine andere Familie noch versorgt, mit denen noch versucht, Kontakt zu halten mit meinen 2 anderen Kindern. Ja. Und es war schon mega stressig. Ja. Was sich dann auch gezeigt hat 2014, da hatte ich dann einen Abszess. Ja. Einen Abszess am Popo. Ja. Einen massiven. Da war ich dann 2 Wochen im Krankenhaus gewesen, weil es immer wieder kam. Also ich bin eigentlich rein, es wurde operiert, bin wieder raus, dann kam es wieder und bin ich wieder rein. Und dann irgendwann haben sie mal den Punkt gefunden gehabt. Mhm. Und im Endeffekt könnt ihr euch vorstellen, wenn so viel Druck und so viel Stress da ist, schon im Magen und im Darm quasi, hatte ich ja wie gesagt auch Verstopfungen oftmals und sowas, dann kann der Druck quasi, muss ja irgendwo hin. Ja? Mhm. Und der Abszess ist einer der Vorreiter oder kann einer der Vorreiter sein, weil er mit dem Darm zusammenhängt. Mhm. Das heißt, es bildet sich dann so ein Knäuel. Mhm. Und
Ja, und ich habe das halt hingenommen. Es war dann so, wie es ist. Ich kannte ja die Situation. Ja, ich habe 120% gearbeitet. Ich habe auch noch im Krankenhaus dann noch ein bisschen was gemacht. Ja, habe es also nicht ganz verstanden, was ich da mit mir treibe. Also mich selber sabotiert und die Liebe zu mir sabotiert und halt immer auf die anderen geachtet. Mhm. Und das ist ein Ding, das habe ich irgendwie nicht rausgekriegt. Und 2014 habe ich dann aber eine Entscheidung getroffen und habe gesagt, pass auf, das Freiberufliche, das ist nichts. Ich kriege das nicht mehr auf die Rille. Ich brauche eine Sicherheit. Ja? Wenn du dann immer auch Existenzängste noch dazu hast, jetzt alle versuchen, kommt der richtige Auftrag und so weiter. Okay, Festanstellung. Okay, gut, aber ich war ja quasi schon 10 Jahre freiberuflich unterwegs. Was mache ich jetzt? Ja. Ah, Sozialpädagogik gelernt. Und dann habe ich mich einfach auf den Weg gemacht und habe dann auch eine Stelle gefunden, obwohl ich im sozialpädagogischen Bereich 10 Jahre nicht gearbeitet habe. Ich hatte bis dato nur einmal da drin gearbeitet, ansonsten im Business. Ja. Und genau. Und dann ging es weiter. Dann hatte ich noch ein bisschen freiberuflich nebenbei. Und dann kamen noch finanzielle Probleme dazu. Auch durch viele andere Geschichten, die da passiert sind. Kann ich jetzt gar nicht ausführen. Also es ist eine sehr lange Geschichte. Mhm. Auf jeden Fall durch Scheidung und Schimmelwohnung und so weiter. Finanziell ganz unten gewesen. Okay, was mache ich? Festanstellung ist schon mal gut. Insolvenz gehen ist nicht. Im Moment, weil meine Frau noch nicht arbeitet. Also hat sie sich dann auch einen Job gesucht. So konnte ich quasi in eine Regelinsolvenz gehen. Mhm. Als Freiberufler. Ohne, dass es jemand anders tangiert. Mhm. Habe ich dann gemacht. Hatte auch alles vorbereitet. Auch mit davor schon Schuldenbereinigung und so weiter und so fort. Also es sind viele Sachen passiert. Und das hat eben alles dazu beigetragen, die ganze Situation, die da passiert sind, dadurch, dass ich kein Ventil für mich geschaffen habe und nicht mich um mich gekümmert habe, dass ich Darmkrebs bekommen habe. Und im Endeffekt kam noch die Krönung dazu, ich habe mich entschieden, zum Jobcenter zu gehen, dort zu arbeiten, wegen der Sicherheit für die Familie. Also ich habe gedacht, ich muss das machen, auch wegen der Insolvenz, dass man das halt gut bezahlen kann und so weiter und so fort. Und da bin ich dann absolut gegen mein Herz gegangen, weil das überhaupt nicht meinen Werten entspricht. Und da hatte ich dann quasi, das war 2016, und da bin ich eingestiegen und 2017 hatte ich schon Schuppenflechte und hatte Blut im Stuhl. Hab dann gedacht, naja, du kennst dich ja gut aus mit Homöopathie und habe so viele alternative Heilmethoden auch kennengelernt in dem Leben, wo ich mich eigentlich immer über Wasser gehalten habe, auch Nahrungsergänzungsmittel war es wann und so weiter. Und habe dann gedacht, okay, du machst es alleine. Hatte aber da dann schon so ein bisschen Angst und habe gedacht, okay, ob du das jetzt so packst, weiß ich nicht, aber was machst du in der Situation und du musst doch weitermachen. Mir wurde natürlich empfohlen, Darmspiegelung zu machen. Habe ich nicht gemacht. Habe ich nicht gemacht. Haben wir gedacht, okay, Darmhomöopathie, hier ein Mittelchen, da ein Mittelchen, Heilpraktiker, kriegen wir wieder hin. Und habe dann 2017, habe ich mir dann das erste Mal erlaubt, zu einem Festival zu fahren, was für mich zu tun. Und da ging es mir dann sehr, sehr gut. Ja. Wenn du danach noch verreist, ging es mir auch gut. Und dann bin ich wieder zurück zum Jobcenter und dann war ich eigentlich nur noch krank, weil ich halt Beschwerden hatte im Bauch. Bin auch zum Arzt gegangen, natürlich regelmäßig. Und habe irgendwie gedacht, ich packe das. Ja, erstmal natürlich, wenn du das so siehst, dann denkst du, was ist der für ein Schuss? Hat er einen Schuss weg? Ja. Aber ich hatte gar keine Kraft mehr und ich habe irgendwie gedacht, okay, wenn die Insolvenz vorbei ist, also die hat bei mir nur 3 Jahre gedauert. Das war mein Ziel, das habe ich auch durchgezogen, egal was es kostet. Ja. Das heißt,
2017 Ende hatte ich meine Insolvenz beschritten, alles beglichen und so weiter, alles organisiert, aber ich war halt völlig fertig. Ja, Job passt nicht, und dann Finanzen da und so weiter. Und habe dann gesagt, Melli, also meine Frau heißt Melanie, wir müssen jetzt was machen. Ich muss entweder reduzieren oder ich lasse mich krank schreiben. Ja, ja. War alles mal vor dem Krebs. Dann habe ich überlegt und dann habe ich auch gesagt, dann habe ich auch einen Antrag gestellt auf Teilzeit ab Mai 2018. Habe dann zwischendrin noch eine Vater-Kind-Kur gemacht mit meinem Kind, wo ich quasi dann zwei Wochen lang nicht geschlafen hatte. Also habe es wirklich auch völlig, völlig übertrieben, weil ich, das war so das Ding, ich muss das machen. Ja? Ich muss das meinem Kind gönnen. Und für mich ist es ja Ruhe, war es aber nicht. Ja. Ich hätte auch schon viel früher abbrechen können. Naja, wenn ich sehe, okay, das läuft eh nicht, die schläft eh nicht durch und schreit und so weiter, dann breche ich es ab. Aber nee, man muss das durchkämpfen. Immer weiter gekämpft. Und dann kam so auch im Vater-Kind-Kur kamen dann eben auch wieder die Beschwerden. So Magen-Darm, Blut im Stuhl, ganz fein und so. Ja, und dann halt Fieber, was weiß ich, bin ich krank geworden, habe trotzdem die zwei Wochen durchgezogen, bin dann nach Hause, war dann dort zwei Wochen krank. Dann ging es mir wieder besser und ich habe dann quasi noch schön Schwenker gegessen, so wie man es im Saarland so schön macht, so mit der ganzen Familie, habe mir da alles Mögliche reingetrönt, es war alles gut. Ne? Ja, und dann quasi habe ich keinen Stuhlgang gehabt, zwei Tage nicht, drei Tage nicht, vier Tage nicht, bin ich zum Arzt, hat er mir so ein Mittelchen gegeben, Abführmittel, Lefax. Dann hatte ich selber dann einen Tag später noch so ein Clustier eingeführt und habe geguckt, ob über den Weg irgendwas geht. Ging auch nichts, meine Schmerzen wurden immer mehr und immer mehr. Und meine Angst wurde halt größer, dass es was ist, aber gleichzeitig auch das Gefühl, jetzt klappt's, dass ich krank werde, weil dann kriege ich meine Freiheit. Das war so ein Schwanken. Wow. Jetzt kann niemand mehr was sagen. Jetzt habe ich wirklich alles gegeben. Jetzt darf ich zur Ruhe kommen. Ich soll euch mal den Schwachsinn vorstellen, was wir Menschen so machen mit uns. Und bin dann am Tag drauf, bin ich dann alleine ins Krankenhaus. Bin dann da, weil einfach die Schmerzen so groß waren. Ich habe mich dann noch so ein bisschen entspannt. Ich wusste, ich muss ins Krankenhaus. Das war gar kein Thema. Habe mir dann überlegt, ob ich einen Krankenwagen anrufen soll oder selber hinfahren. Habe natürlich entschieden, selber hinzufahren. Ganz Peter, ja. Und bin dann hin, habe natürlich meine Frau verständigt, dass ich da bin. Dann hat es 2,5 Stunden gedauert, bis ich da dran gekommen bin. Und dann das Schlimmste, was passiert ist, für mich war im Endeffekt, dass es wirklich so war, wie ich es mir gedacht habe. Das heißt, die haben Ultraschall gemacht, die haben sich das Ganze angeguckt, haben das durchleuchtet und haben dann halt gesehen, okay, da ist ein Tumor. Und dann habe ich erst gedacht, nee, kann nicht sein. Ne? Da habe ich so gedacht, nee, kann nicht sein. Und dann ist der Nächste gekommen, der Oberarzt, und hat geguckt und hat gesagt, das ist Krebs. Wir müssen sofort eine Magensonde legen. Und dann ist es durch Mark und Bein gefahren und das Einzige, also die größte Angst war bei mir, es meiner Frau zu sagen. Ich habe Darmkrebs. Und wisst ihr warum? Es war einfach deswegen so, weil ich gewusst habe, ich hätte ja früher schon eine Darmspiegelung machen können. Vielleicht hätte ich es dann noch irgendwie vermeiden können. Hätte es früher erkannt und das war mein größtes Ding. Ja. Und ansonsten kam aber, nachdem ich mit meiner Frau gesprochen hatte, okay, und dann ist er zu mir gekommen und dann habe ich so gemerkt, es ist alles okay. Es ist nicht, ich bin nicht schuld oder so, ja, weil da kamen so die Schuldgefühle dann auch noch dabei, dass ich jetzt auch noch krank werde. Ja. Und ab dem Zeitpunkt war ich dankbar. Tatsächlich so. Ich hatte Angst vor der Magenspiegelung, die war auch total schräg. Es hat so viel Schmerzen bereitet, das war unglaublich.
Aber ich habe gewusst in dem Augenblick, dass ich alle Helfer habe, einmal drumherum, dass das alles gut läuft, egal was passiert, und ich ein neues Leben geschenkt bekomme und ich die Zeit geschenkt bekomme, die ich mir nicht geben konnte. Ja. Die ich mir einfach nicht geben konnte, warum auch immer. Ich konnte sie mir nicht geben. Ich konnte es einfach nicht. Ja. Krass. Aber das heißt, du wurdest dann im Prinzip operiert oder wie ging es? Also, genau. Also im Endeffekt war es so, ich bin alle Untersuchungen halt gemacht, CT gemacht und so weiter, nochmal alles abgecheckt. Mhm. Dann sollte ich um 11, dann hatten wir noch ein Gespräch mit der Oberärztin, genau. Und da war es dann so, dass die gesagt hat, okay, wir können jetzt noch nicht operieren, weil es zu heikel ist. Also ich hatte quasi am, wie heißt es dann? Also im Endeffekt am Dickdarm, Übergang in dem Kreisel, da war quasi ein Darmverschluss gewesen. Also es war wie ein Beulen drin. Und da haben sie gesagt, okay, die müssen da erstmal bestrahlen, um das dann operieren zu können. Und dann habe ich gesagt, ja, muss das sein, weil ich habe gespürt, das muss nicht sein. Ja. Dann hat sie gesagt, ja, Bestrahlung und danach Chemo, da führt kein Weg dran vorbei, ist zweiter Grad, dritte Stufe oder so, sind einfach schon einige Lymphen befallen. Das waren dann, glaube ich, 11 oder 12, die befallen waren. Und dann ging es darum, ich wollte keine Chemo. Mir war sofort klar, ich kriege das so hin. Mhm. Ich kriege das so hin. Wir kriegen das mit Alternativmedizin, Heilpraktiker und so weiter hin. Und konnte das aber nicht mehr sagen. Deswegen war meine Frau da, wo ich sehr dankbar war, die dann gesagt hat, auf keinen Fall. Mhm. Guck, dass er das so macht, ohne Bestrahlung. Mein Mann hat Schmerzen. Ich habe keinen Bock, dass er weiterhin Schmerzen hat. Und ich glaube nicht, dass man das dafür braucht. Auch wenn ich kein Arzt bin, Ärzte noch dagegen und so weiter, bla bla, okay. Dann bin ich operiert worden, dann nachts um 1:30, 2:30. Und ich war so natürlich auch ein bisschen aufgeregt, wo ich dann das erste Mal in den Zug reingefahren bin, wusste ja nicht so richtig, was dann passiert. Mhm. Wusste, und meine Frau hatte halt Angst, natürlich hatte die Angst, ja, und die habe ich gespürt und ich war so der Entspannte. Ich habe gesagt, es wird alles gut. Entspann dich, ja. Es war ist im Endeffekt total schräg, aber ich hatte nur so aufgeregt halt war ich. Ich war aufgeregt, weil ich wusste, das, was ich hier zusammengebraut hat über die ganzen Jahre, darf jetzt gehen. Da geht auch die Vergangenheit mit dem, was da rausgeholt wird. Und das war so mein Gedanke, es darf jetzt gehen und ich darf mich jetzt von allem befreien, ich habe die Zeit dafür. Und so bin ich dann runter. Und und im Endeffekt Anästhesisten und sowas, das sind genau mein Humor. Ich bin einfach, Humor ist so das Ding, mein Überlebenselixier. Immer Scherze gemacht und bin dann rausgekommen und dann war ich halt voll verkabelt. Also ich wurde auch hinten mit den ganzen, wie nennt sich's dann, wie bei einer Geburt quasi, mit so einem Schmerzkanal. Ja. Und verkabelt und was weiß ich, bin aufgewacht, hatte mega Schmerzen. Mhm. Und dann lag ich da halt. Und im Endeffekt halt immer völlig benebelt und dann auch mit dem anderen im Zimmer. Mhm. Aber es war immer Dankbarkeit da und immer auch, das haben wir auch schon gesprochen, war es so, dass ich die Dankbarkeit in Form von Scherzen oder indem ich wirklich Danke gesagt habe für das, was die Pfleger machen, was die Ärzte machen und sowas rübergegeben habe. Ja. Und habe das immer als Geschenk gesehen, trotz Schmerzen. Mhm. Und ich wusste einfach immer, dass alles gut wird. Ja. Und es ist alles gut geworden? Es ist alles gut geworden. Wir sind ja jetzt, schreiben Sie das Jahr 2022. Mhm. Und mir geht's sehr, sehr gut. Ich achte natürlich mehr auf Ernährung. Mhm. Es hat sich so viel entwickelt und Marc, es tut mir leid, dass ich so eine lange Geschichte erzählt habe, aber hängt so viel miteinander zusammen und ich denke, das ist kannst, auch... Kannst du auf den Punkt bringen, was ist so, was du heute verändert hast? Was hast du in deinem Leben seit der Diagnose
Darmkrebs. Also du bist jetzt auch wieder gesund, du hast jetzt keinen Ausgang oder so, alles wieder zusammengelötet, genau. Alles wunderbar, haben die was rausgeschnitten vermutlich und wieder zusammengebracht und genau. Okay. Bauch aufgeschnitten und so weiter und künstlicher Darmausgang hatte ich auch. Ist alles wieder zurückgeführt, mir geht's gut, meine Verdauung ist prächtig. Und das, was ich verändert habe, ist... Was hast du verändert in deinem Leben? Das finde ich kein Fleisch, also im Endeffekt Ernährung. Ich esse kein Fleisch mehr. Ich trinke kaum noch Alkohol. Mhm. Also das ist sehr selten. Ich habe meine Ernährung so umgestellt, dass ich möglichst auf Weizen verzichte. Mhm. Ich achte auf Bewegung. Ich gehe viel in die Natur, weil ich weiß, dass das einfach, dass man da total viel auftanken kann. Mhm. Und habe halt viele Entspannungsmethoden kennengelernt. Ich mache viel Atemübungen, so dass dann auch die ganze Verdauung in Schuss gehalten wird. Mhm. Und mache eben Lach-Yoga. Mhm. Ich lache viel und das ist das Optimale, um den ganzen Körper quasi in Schwingung zu bringen. Mhm. Meine Denkweise hat sich drastisch verändert. Ich achte viel mehr auf mich, auf meine Ruhe. Ich achte auf die Signale meines Körpers. Mhm. Und ich nehme mich ernst und ich liebe mich. Und es war ein Prozess, wo ich ganz viele Menschen und vor allem mir vergeben habe. Mhm. Und genau. Gibt es noch so viel zu sagen. Es ist so eine lange Geschichte, aber... Mhm. Die Frage ist, wo stehst du denn heute? Wenn du so zurückblickst, ne, und auf dein Leben zurückblickst, was hat dich das Leben so gelehrt oder was hat dich der Krebs gelehrt? Der Krebs hat mich gelehrt, dass das Leben jetzt, hier und jetzt stattfindet, dass ich voll und ganz alleine verantwortlich bin, wie es mir geht und dass ich bestimme, wie mein Leben funktioniert und dass es wichtig ist, Bedürfnisse und Gefühle auszusprechen und zwar gleich und nicht erst nach 15 Jahren, weil es einfach befreiend ist. Das, was mich der Krebs gelehrt hat, ist, dass Arbeit nicht alles ist und dass Arbeit Spaß machen darf und dass man da wirklich auf sein Herz hören sollte und schauen, was will ich, was mache ich gerne, fühle ich mich wohl in dem Unternehmen, fühle ich mich wohl mit dem Thema, was ich mache und das ist und dass es eben auch noch das andere Leben gibt, aber das nicht, für mich gibt es keinen Work-Life-Balance, sondern für mich gibt es nur Work ist genauso, gehört genauso zum Leben wie Life und Gesundheit und was weiß ich was, das gehört einfach zusammen und das Wichtigste ist, dass man Spaß dabei hat und dass man eben auch lernt, wirklich zu sich zu stehen und seine Wahrheit auszusprechen. Mhm. Und das ist so das Ding, was ich auf jeden Fall gelernt habe und was ich ganz vielen anderen Menschen eben auch lehre durch das, was ich mache, dass sie auf ihr Herz wieder hören können, dass sie die Gedankenmuster, die uns oft doktriniert worden sind, erkennen und loslassen können und dass sie in die innere Freiheit einfach gehen und dem Herz folgen und ihrer Berufung folgen. Und das ist das, wo ich jetzt auch stehe und was ich mit meiner Frau jetzt auch beruflich mache. Also wir haben auch beide jetzt dieses Jahr uns entschieden, uns zusammen selbstständig zu machen, was ein riesen Entwicklungssprung war und Menschen zu helfen, in ihr Herz zu kommen, das ist das eine, und Unternehmen zu helfen, in die Liebe zu kommen und völlig neue menschliche Ansätze zu erkennen und zu lernen. Und so sind wir ja auch zusammengekommen durch die betriebliche Gesundheitsförderung. Genau, weil ich das ganz, ganz wichtig finde. Aber es geht um Menschsein, genauso wie in deinem Podcast, es geht um Menschen. Genau. Und jeder Mensch ist wichtig und sollte keine Nummer mehr sein, egal ob im Job oder zu Hause oder was auch immer. Ja, seid einfach einzigartig. Und das, ich liebe Menschen und ich liebe jetzt mein Leben und ich habe keine Angst mehr vor Tod oder sonst irgendwas. Es kommt manchmal, aber ich weiß, dass es eben weitergeht und dass es einfach Entwicklungen sind, die da passieren. Ja, genau. Großartig. Cool. Danke dir auf jeden Fall mal dafür. Bevor wir jetzt zum Schluss kommen und am Schluss stelle ich mal gerne meine kurze Fragen und darauf antworten. Was kannst du einem Menschen, der gerade zuhört oder zuschaut, so auf den Punkt mitgeben, wenn er gerade irgendwie bis dahin zugehört hat und gemerkt hat, oh krass,
bei mir sind ganz viele Parallelen oder oh krass, ich habe gerade die Diagnose Darmkrebs bekommen oder oh krass, ich habe gerade Darmkrebs hinter mir, ich bin wieder gesund, aber ich habe keine Lust, wieder diesen Darmkrebs wieder zu bekommen und ich habe bis jetzt nichts verändert und ich weiß nicht, was ich verändern soll. Du hast schon einiges aufgezählt, wie Ernährung verändern, Lebensstil verändern, ne? Bewegung, Natur, Entspannung, Lach-Yoga, Achtsamkeit, jawohl, also das ist klar, das liegt auf der Hand, aber du hast gerade eben von innere Prozesse gesprochen. Kannst du da einen wertvollen Tipp mitgeben, was diese Person tun sollte, jetzt sofort? Sofort einmal tief durchatmen ins Herz hinein und sich anlächeln und in die Liebe gehen. Das kann ich jedem raten, das zu machen. Und das andere ist, ihr seid nicht alleine. Yes. Ich bin nur einmal durch meine Familie wieder gesund geworden, durch das, was ich selber verändert habe. Aber ich habe Coaches gehabt. Ich habe Psychologen gehabt. Ja. Und das ist das Wertvolle. Ihr müsst es nicht alleine schaffen. Das kann ich euch einfach mitgeben. Ihr müsst es nicht alleine schaffen. Yes, yes. Holt euch Unterstützung. Es ist keine Schwäche, sondern es ist eine Stärke, weil ihr dann wieder zu dem Beitrag werden könnt und der Welt ein Beitrag sein könnt und euer Licht strahlen könnt und das, was wirklich aus euch raus gefördert wird. Ich habe das halt nie alleine geschafft. Und das haben auch andere nicht. Das kann ich euch raten. Genau. Und ich kann es unterschreiben. Such dir die Person aus, die zu dir passt. Und wenn du gerade fühlst, der Peter passt zu mir, ich will unbedingt, dass der Peter mich unterstützt. Peter, du hast ja mehrere Programme. Hast du da ein Programm, was für diese Person passen würde? Und ich verlinke es unten in die Shownotes oder YouTube-Beschreibung. Kannst du da kurz zwei Sätze dazu sagen? Was ist das? Genau, also ein Programm, was wir jetzt dann ab 9.6. durchführen, das geht 8 Wochen. Und das ist quasi so ein, wie soll ich sagen, das ist das Power-Mindset-Befreiungsprogramm. Da geht es ganz viel drum, wie kann ich mich von inneren Blockaden befreien. Es sind körpermentale Prozesse, die uns und mir sehr geholfen haben, wieder in meine Energie zu kommen. Und wie gesagt, das ist geht 8 Wochen lang. Jetzt haben wir es eben gerade auch zu einem Einführungspreis da. Und das ist das, wo mein Ding reinfließt und auch von meiner Frau ihre Sachen, die ihr geholfen haben, wirklich wieder in die Energie, in die Gesundheit und in die Freiheit zu kommen. Ja. Ja, großartig. Du findest dazu alles hier unten in die Shownotes oder YouTube-Beschreibung. Klick gerne drauf, informier dich und nimm sehr, sehr gerne mit Peter Kontakt auf. Peter, wir kommen zum Schluss und am Ende habe ich immer gerne kurze Fragen, die ich dir gerne stelle und du antwortest ganz schnell, ganz kurz auf diese Fragen und dann sind wir schon am Ende angelangt. Ganz schnell. Ja, ich bin gespannt, wie du darauf antwortest. Allererste Frage. Was ist dein Geheimnis mentaler Stärke? Mein Geheimnis mentaler Stärke ist zu lächeln und das ganz, ganz oft zu lächeln, weil durch das Lächeln wird automatisch synchronisiert und ihr kommt in eine hohe Kraft. Die Kraft der Freude, das ist mein Tipp zur mentalen Stärke. Lächeln, reinatmen und das mindestens 90 Sekunden. Wow, cool. Peter, wo siehst du dich denn in deiner Zukunft? In 5 oder 10 Jahren oder 20, 30? Hast du da eine konkrete Vision? Also meine Vision ist, mit Menschen, die ähnlich ticken, die Welt zu verändern in Richtung Menschlichkeit und im Endeffekt als Botschafter für ein neues Bewusstsein, für ein neues menschliches Bewusstsein in Unternehmen, genauso wie im privaten Bereich und die Freude und die Leichtigkeit wieder reinzubringen. Das ist so mal ein großes Bild, was ich sehe. Zur Menschlichkeit beitragen und revolutionieren. Großartig. Genau. Du liest gerne Bücher. Habe ich erfahren, ne, im Vorgespräch. Welches Buch kannst du jetzt gerade empfehlen? Oder liest du gerade, was dich gerade bewegt? Also das, was muss ich gerade mal überlegen. Also das, was mich gerade bewegt, ist das Buch Wertschätzung. Ich weiß es aber ein Autor nicht mehr, weil das für mich das Fundament ist, um wirklich glücklich zu sein, sich selbst wertzuschätzen, das Unternehmen, ihre Mitarbeiter wertschätzen. Hat ganz viel mit Selbstliebe zu tun. Das ist das eine Buch.
Und ansonsten das andere, was ich empfehlen würde, heißt das Prinzip. Da geht es im Endeffekt um die 7 geistigen Gesetze und wie Leben funktioniert. Und es gibt aber auch ein Buch, die 7 geistigen Gesetze. Mhm. Und das kann ich sehr ans Herz legen, um dich und die Welt zu verstehen und dadurch dann auch viel leichter deinen Weg gehen zu können. Mega. Kannst du mir im Anschluss ja gerne ja die Bücher, die du dazukommen lassen, dann kann ich die unten noch in die Shownotes noch mit sehr gerne. Wunderbar. Sehr gerne. Meine letzte Frage an dich, lieber Peter, was ist denn dein Lebensmotto, was dich so durch dein Leben gezogen hat? Humor ist der Knopf, der verhindert, dass mir der Kragen platzt. Sag ich jetzt einfach. Humor ist der Knopf, der verhindert, dass mir der Kragen platzt. Also das Spielerische und das innere Kind. Immer wieder aufs innere Kind zu gehen, sich zu besinnen auf die Eigenschaften. Neugier, Offenheit, Freude. Im Prinzip Humor als Ventil, ne? Humor als Ventil, ja, das war immer so mein Ding, immer. Lachen, Humor, das hat so viele Situationen entschärft, Tod, Krebs, alles, was mir passiert ist und ich konnte es dann leichter nehmen. Wow, großartig. Ladies and Gentlemen, das war Peter. Peter, zum Schluss, bevor ich zu meinem Auto komme, möchte ich dir gerne noch eine Minute schenken, wo du noch auf den Punkt genau das bringen darfst, was du gerne bringen möchtest, was du noch gerne unseren Zuschauerinnen und Zuschauer oder Zuhörerinnen und Zuhörer mitgeben möchtest. Gibt es etwas, wo du sagst, das habe ich heute schon gesagt, ich möchte nochmal unterstreichen, das ist mir so wichtig, oder gibt es etwas, was du heute noch nicht ausgesprochen hast, wo du denkst, das will ich unbedingt noch erwähnen, das müsst ihr unbedingt ja beherzigen, euch darüber Gedanken machen. Nächste Minute gehört dir. Okay, also das, was ich euch mitgeben möchte, ist, steht zu euch, lernt eure Wahrheit auszusprechen, geht in eure Mitte, hört auf euer Herz, macht Atemübungen, geht raus in die Natur, um euch wieder zu erden. Es ist so eine extrem heftige Zeit im Moment, aber es geht wirklich darum, aufs Herz zu hören, alles zu tun, auch das auszusprechen, was ihr wirklich meint. Ihr könnt nicht verlieren, ihr könnt nur gewinnen. Ich habe das jahrelang gemacht, deswegen bin ich da hingekommen, 2018. Und jetzt sage ich nur und mache nur noch das, was mir gut tut und schaue nach dem, was mir gut tut. Und ihr seid so wertvoll und mit dem genauso, wie ihr seid, genauso rauszugehen. Und jeder kann das machen, was ich mache. Jeder hat seine Geschichten zu erzählen. Und jeder ist ein Beitrag, egal in welcher Form. Und traut euch rauszugehen. Das möchte ich euch sagen. Mut. Yes. Yes. Ach, großartig. Lieber Peter, vielen lieben Dank. Ich danke dir, Marc, für die Möglichkeit und ja, mein Herzensziel ist, dass jeder Mensch in sein Herz kommt und dass wir wieder die Liebe in unser Leben bringen. Yes. Ja. Ladies and Gentlemen, das war der liebe Peter Jan Liedle. Und schön, dass du bis dahin zugehört oder zugeschaut hast. Und ich hoffe, da war einiges für dich mit drin, beziehungsweise da war einiges für dich mit drin. Und wenn du das Interview toll fandest, dann lass uns doch mal hier ein Däumchen oben, gib uns eine 5-Sterne-Bewertung oder empfehle das Video doch einer anderen Person, die vielleicht es gebrauchen könnte, da mal reinzuhören oder reinzuschauen. Tu einer anderen Person etwas Gutes. Denn dadurch können wir wirklich einen Beitrag leisten und alle Menschen hier auf dieser Welt immer noch mehr mental stärker werden, als wir es schon sind und uns gegenseitig unterstützen, wie es Peter eben auch gesagt hat. Unterstützung annehmen ist so wichtig. Wenn du Fragen an Peter hast, mit Peter Kontakt aufnehmen möchtest, du findest unten hier in der YouTube-Beschreibung beziehungsweise in den Shownotes alle Links zu Peter, auch zu seinem Programm, zu seinen Accounts, die er hat, etc., Kontaktdaten. Scroll da gerne runter, nehme mit ihm Kontakt auf. Und ansonsten, wenn du dir gerade denkst, boah, das war eine krasse Geschichte und du fühlst gerade, dass du dich bereit fühlst, weil du auch eine Geschichte hast, die du auch gerne teilen möchtest, weil du auch Learnings hast, die du gerne mit anderen Menschen teilen möchtest, dann nimm doch sehr gerne mit uns Kontakt auf und dann schauen wir, ob deine Geschichte im Raster passt. Und wenn sie passt, freue ich mich, dich hier genauso wie den lieben Peter begrüßen zu dürfen, um von dir zu lernen und auch andere Menschen zu inspirieren. In diesem Sinne sage ich ein ganz, ganz großes Dankeschön nochmal an dich, lieber Peter. Vielen Dank, lieber Marc, und vielen Dank an jeden, der hier zuhört und erzählt eure Geschichte, bewerbt euch bei Marc. Es
es tut so gut, auch seine Geschichte zu erzählen, und ihr könnt viele damit begeistern und helfen, vor allem. Oh yes. Darum geht es, immer weiterzugeben. Ja. Also macht es die Natur ja schon vor, die gibt ja immer weiter. Also in diesem Sinne. Und hier, ich danke. Hier, das war dein Marc, Marc Chapoutier alias Knochen Marc, zu diesem Podcast, das Leben lernt. Ciao. Alles Liebe.